Dann halt nicht, dann muss ich halt hier irgendwie... Was hat er doch gleich bestellt? Ist ja egal. Also. Habt ihr schon ein Visum? Ich zahle gut. Naja. Einzigartige Waren, die... Damit kann ich euch nicht helfen. Okay, du kannst mir nicht helfen. Du warst ja nicht da. Schön, euch wiederzusehen. Habt ihr ein Visum? Was? Ja, ein, ich wäre jetzt so gern mehr über die Raumhafenvisa. Der Senat muss erfahren. Ja, okay. Aber mein Visum kann ich ihm ja schlecht geben, dann komme ich ja selbst nicht mehr weg hier. Willkommen zurück. Ich möchte nochmal über den Mord reden. Wisst ihr, warum Degen Gen Sulio getötet haben könnte? Degen hielt große Stücke auf Captain Sulio. Ach so. Genau wie ich. Sie war sehr schlagfertig. Wirklich schade, dass sie von uns gehen musste. Sagt mir, woher ihr Degen kennt. Ich ihn kenne? Er ist vermutlich mein bester Freund auf diesem Planeten. Ja. Er ist zwar ein lausiger Arzt, aber ein großartiger Saufkumpan. Niemals. Okay, das, da sagt er uns nur... Ich würde viel lieber über etwas anderes reden. Das hat uns aber auch nicht geholfen. Also ich möchte noch über den Mord reden. Ja, okay. Das hilft mir aber auch nicht wirklich weiter. Der sagt uns halt nur, red mal mit den anderen. Das ist nur ein Gast. Hanna, weißt du zufällig was? Dieses Zimmer. Ja. Hey, wenn ihr mich fragt, hat sie bekommen, was sie verdient hat. Sie hat uns Reiter immer verachtet. Gut, dass wir sie los sind. Kennt ihr Degen Gen? Ich kenne sein Gesicht, mehr aber auch... Wisst ihr, warum Degen Gen so ihr getötet haben könnte? Da könnt ihr Gift draufnehmen. An dem Abend, an dem sie abgetreten ist, aha, hat sie Degen zur Schnecke gemacht. Wir konnten sie sogar hier lästern hören. Wir haben uns prächtig amüsiert. Ach so. Degen war stinksauer und ist abgehauen. Das war wirklich lustig. Ihr schnelles Mundwerk war das einzig Gute an Sulio. Aha. Wie gut kennt ihr ich ihn? Ich kenne sein Gesicht. Okay, wer, Beckel? Sie ist eine Reiterin. Okay, das wissen wir, haben wir ja bereits gehört. Okay, damit haben wir zumindest mal ein Motiv rausgefunden. Wie es scheint, wurde Degens Annäherungsversuch von Sulio in der Nacht ihrer Ermordung zurück gewesen. Sie hat ihn beschimpft und öffentlich gedemütigt. Vielleicht kann der Kanier ein näherer Bekannter der Soldatin Licht in die Angelegenheiten bringen. Ein näherer Bekannter. Jemand sagte, dass ich euch aussuchen soll, wenn ich einen Raumhafenvisum übrig habe. Nee. Ich hatte das Pech, in der Nacht hier zu sein. Was wollt ihr wissen? Kennt ihr Degen Gen? Ich weiß, wie er aussieht, aber es, ja, dieser Gast ignoriert dich. Hier, Nico, du bist doch hier. Willkommen zurück. Die kennst doch den Degen zumindest. Eine Runde spielen wollt. Ja, ich will nochmal über den Mord reden. Jemand sagte, dass Degen in der Nacht, in der sie ermordet wurde, sehr gedemütigt hatte. Das ist ein gutes Motiv. Oh nein, bei allen vier Monden. Das ist ein schreckliches Missverständnis. Degen und Sulio waren eng befreundet. Ah ja. Wir haben ihr danach ein paar Drinks spendiert. Auf einen Außenstehenden mag das komisch wirken, aber so haben sich die beiden in dunklen Nächten eben die Zeit vertrieben. Ach so. Wenn die Soldaten das für ein Motiv halten, haben sie nicht richtig ermittelt. Diese Information wird uns helfen, Decken zu entlasten. Aber die Miliz von Onderon wird ihn nicht einfach entlassen. Onderonianer sind stur. Das ist wohl richtig. Vielleicht weiß einer der Gäste hier, was in jener Nacht passiert ist. Was ist in der Mordnacht passiert? Ich war nach einem besonders lukrativen Pasak-Spiel gerade beim Aufräumen, als ich draußen ein lautes Geräusch hörte. Ach so. Also habe ich mir meinen Blaster geschnappt und bin zur Tür.
Draußen habe ich dann Captain Sulio gesehen. Sie war tot. Ja, das wissen wir ja soweit. Ich schon sah, wie Dagon Gent aus seiner Praxis auf der anderen Seite des Platzes gelaufen kam. Anschließend haben wir beide auf die Soldaten gewartet. Am nächsten Tag wurden Dagon und ein paar andere Leute aus der Gegend verhaftet. Ja. Aber Dagon war es nicht. Wir waren mit Sulio befreundet. Wo habt ihr die Leiche gefunden? Vor der Tür bei dem Müllhaufen. Aha. Vielleicht sollten wir einen Blick auf den Tatort werfen. Wir haben in den Kriegen gegen viele Soldaten das, gekämpft. Das sollten wir wohl tun. Die Andorianer haben mutig gekämpft, aber sie waren desorganisiert und dumm. Es würde mich nicht wundern, wenn sie etwas übersehen hätten. Ja. Sag mal, wo ihr den Ob kennt. Ich ihn kenne? Er also, ist nee. Vermutlich... Ich würde... Wir wissen jetzt also, wir sollen dann den Tatort überprüfen. Dann wollen wir es doch mal machen. Da haben wir doch zufällig vorhin schon diese Blutlache gesehen, die da auf dem Boden war. Das heißt, nee, hier wollen wir nicht hin. Wir wollen jetzt da hinten zu dem Müllhaufen. Und schauen, was wir dort finden. Mal schauen, was haben wir denn da? Da haben wir den Schrottsammler. Da ist der Müllhaufen mit der Blutlache. Du suchst den Müllhaufen nach Captain Sulius Mörder, aber du findest nur getrocknetes Blut an der Stelle, wo sie getötet wird. Vielleicht solltest du woanders suchen. Das war wohl mal ein Kellner-Druide. Er hat sogar noch ein Tablett in der Hand. Dummerweise fehlt der Kopf. Von einem Druiden war nie die Rede. Dieser Druide wurde erst kürzlich zerstört. Vielleicht wissen die Gäste der Kantine etwas. Das ist wohl richtig. Wir müssen jetzt also mit dem Druiden, das ist die Spur. Was? Dann haben wir getrocknetes Blut und den Rest eines Druiden gefunden, der wohl in der Kantine war. Vielleicht kannst du der Kantine jemand weiterhelfen. Sicher, jetzt aber nochmal speichern, nicht dass hier gleich wieder das Spiel abschmiert. Hier, sag mal, weißt du was an einem Druiden? Habt ihr versucht, in so einer Situation zu sein? Ein Raum hat keinen Abflug, haben sie gesagt. Und das, obwohl meine Crew für mich gebürgt hat. Verdammte Bürokraten, soll ich euch etwa sagen? Diese Felsen sind mich nie, wenn ich hier erstmal weg bin. Ich hab noch mal, das brauche ich selbst. Ohne einen guten Hacker nützt euer Wissen sowieso nichts. Es ist nämlich nur auf euch zugestellt. Ich brauche ein offenes Visum, wie alle anderen hier. Wenn ihr eins finden solltet, bezahle ich euch sehr gut dafür. Hacker? Ein guter Hacker könnte die Identifikationskurs des Visums werden. Dann wäre es offen. Das ist vermutlich mein einziges Visum passiert. Ein guter Rat. Bewacht euer Visum mit eurem Leben, sonst seid ihr in der gleichen Situation wie ich. Scheinen viele Leute im Wissen zu sein. Das stimmt, ich habe kein Vermögen, aber ich bin ein Captain, der sich bemüht. Ich gebe euch 500 Credits, wenn ihr ein Visum findet. Helft einem anderen Captain. Wisst ihr, was hier los ist? Ich bin nicht sicher. Das Militär hat Reisen durch die Stadt eingeschränkt. Es gibt überall Kontrollpunkte und Gerüchte über einen Krieg. Das ist kein Ort für mich. Ich gehe dann jetzt. Okay, der kann mir, glaube ich, nicht allzu viel sagen über den Druiden. Kipp! Ja. Ich fand am Tatort einen defekten Kellner-Druiden. Druiden wären zurzeit leider ständig Opfer von Vandalen. Es ist vermutlich einer von Bahamas Kellner-Druiden. Zu seinem Verlust wählt er ständig welche. Mehr weiß ich aber nicht. Hat der Druid vielleicht etwas gesehen? Kommen wir an die Informationen. Unmöglich. Habt ihr den Kopf gefunden? Darin sitzt bei diesem Modell der Speicherkern. Nein, er war nicht da. Ohne den Kopf kann ich leider gar nichts machen. Wenn ihr den Kopf will, könnte ich daran arbeiten. Die Ausrüstung für so eine Operation hätte ich. Wie habt ihr Dagon kennengelernt? Ich weiß, wie er aussieht. Okay, der könnte uns helfen, den Druiden dann auszulesen, aber mehr weiß er nicht. Ja, ich möchte nochmal über den Mord reden. Ich fand am Tag einen defekten Kellner-Druiden. Dieser Mist kauft ständig neue Druiden. Und die Schrottsammler stehlen sie oder jagen sie in die Luft.
Aber offenbar hat er jetzt endlich aufgegeben. Ach so. Die Kellnerin ist schrecklich, aber immer noch besser als seine dämlichen Droiden. Ach so. Wisst ihr, welcher Schrottsammler mitgenommen hat? Ich würde das sicher nicht sagen, selbst wenn ich es wüsste. Aber ich kann euch sagen, wo ihr die Teile findet. Ach wirklich? Das wisst ihr? Wo denn? Am westlichen Marktplatz gibt es den perfekten Hehler für Droidenteile. Einen Droidenverkäufer namens 1B8D. Der Typ ist dümmer als ein Gamorreaner. Ach so. Der kauft wirklich jeden Schrott. 1B8D ist ziemlich praktisch. Einige der Slum-Bewohner versorgen ihn mit Droidenteilen. Ah, ja. Gegen Bares, versteht sich. Vielleicht habt ihr ihm ja schon was abgekauft. Ach so. Ich gehe dann jetzt. Dann wissen wir also, wo wir wahrscheinlich den Kopf finden. Pana sagt, dass alle Druidenteile früher oder später bei 1B8D landen. Er ist der perfekte Healer, der sich als einfacher Druide das Konzept von Geschwindigkeit eigentlich nicht versteht. Könnt Teile von Behemoths Kellerruinen haben. Dann wissen wir ja Bescheid. Dann speichern wir nochmal. Und dann wollen wir doch mal bei dem 1, keine Ahnung was, hingehen. Westplatz ist das hier. Da ist er. Ich bin 1B8D, ein automatischer Droidenverkäufer. Ja. Ich führe hochwertige Droidenkomponenten. Keine Rabatte, kein Falschen. Sind Sie an meinen Waren interessiert? 1W8D, ich muss wissen, ob du Teile von Bahimas Kellner-Droiden hast. Bahima? Unbekannt. Ich habe viele Ersatzteile für Kellner-Droiden im Angebot. Also, ich möchte diese Teile kaufen. Der Preis für diese Teile beträgt 25 Credits. Ja, hier sind 25 Credits. Die Transaktion. Cap in der Kantina kann damit vermutlich etwas anfangen. Wir sollten umkehren. Ja. 25 Credits ist ja nichts. Ich meine, ich habe irgendwie 2500 oder sowas auf Tasche. Dann haben wir jetzt die Teile gekauft. Und wollen damit mal zum Kip gehen, der doch hoffentlich weiß. Was wir damit anfangen können. Ja, ich möchte über den Mord reden. Ich habe S0D3s Überreste. Könnt ihr damit etwas anfangen? Lass mich das sehen. Ihr habt den Kopf und da drin ist ein Speicher. Gebt mir ein paar Minuten. So, es muss gehen. Sehen wir uns die letzte Aufzeichnung an. Hallo, was ist das? Ach du meine Güte. Sie ist tot! Ah ja! Ja, ich würde sagen, dass auch mal weiß, dass der Killer vom Marktplatz kam. Das sollte Nico, ihr Nico zeigen. Vielleicht hilft es, den zu entlasten. Dann wollen wir es doch mal dem Nico zeigen. Damit der Deng hier entlastet werden könnte. So, der war bei dem Turm, der Nico. Dann wollen wir mal hingehen und dann schauen, dass wir diese Aufzeichnung zeigen. Hier einmal rum, da ist der Nico. Ich hab Beweise, Jung. Jetzt guck mal her. Ihr seid wieder da? Dann habt ihr sicher einen Raum. Oh, nicht, das ist nicht der Nico, was rede ich hier? Wer war denn der Nico, verdammt? Das ist der... War da in der Kantina jemand? Oder, ach nee, das war glaube ich der Freund, ne?
Jetzt habe ich den verwechselt. Ne? Das ist ja unfassbar. Dann will ich halt nochmal zurückgehen in der Kantine und will nochmal versuchen, mit dem Nico zu reden. So, da ist der Kantine. So, ich will zu Nico. Wo haben wir den denn? Da haben wir Nico. Willkommen zurück. Also ich möchte nochmal über den Mord reden. Ich möchte euch S0D13... Dagen kann es gar nicht gewesen sein. Ja. Ich habe gesehen, wie er aus seiner Praxis kam. Und die ist auf der anderen Seite des Marktplatzes. Wir sollten mit Captain Regan reden und die Sache aufklären. Ja. Das sollten wir. Nico, nicht wahr? Und der Außenweltler. Was führt euch hierher? Dagen Gent kann Captain Sawyer nicht getötet haben. Das ist eine kühne Behauptung, die ihr beweisen müsst. Nico kann es erklären. Es ist eine lange Geschichte. Also habt ein wenig Geduld, Captain. Am Abend des Mordes habe ich Passag gespielt. Es war mein Glücksabend. Ja. Das sollte ausreichen. Ich werde das alles zum Major bringen. Wartet in Dagens Büro, er wird bald kommen. Wir wissen noch nicht, wer Sulio getötet hat. Ja, aber dies wird uns sicher weiterhelfen. Wird euch sicher weiter. Guten Tag. Sie wurden von diesem Fall abgezogen, Captain. Hoffentlich haben Sie eine gute Erklärung. Ich hatte nichts mit der Sache zu tun, Sir. Dieser Bürger hat Informationen im Mordfall Sulio. Wir müssen dem Hinweis nachgehen. Wir haben unseren Mann bereits. Ach so. Sulio und dieser Gent haben sich am Abend des Mordes gestritten. Er hatte ein ausgezeichnetes Motiv. Sie haben sich nicht richtig gestritten. Die Stammgäste können sich das... Habt ihr den Bericht gelesen? Sulio hat ihn auf die übelste Weise beschimpft. Ja, und wir haben Beweise, dass er es nicht war. Dass sie Sulio und Dagen gehasst haben. Habt ihr überhaupt mit den Leuten in der Bar geredet? Sie können bestätigen, dass sie gute Freunde waren. Kleiner! Freunde würden niemals so miteinander um... Es ist wahr, Major. Ich war mit den beiden befreundet. Ja. Das haben sie ständig gemacht. Bahima, der Barkeeper, kann es bestätigen. Und ein Dutzend andere Leute auch. Genau. Sie waren ein seltsames Paar, aber sie haben sich ganz sicher nicht gehasst. Ich verstehe. Aber es ist und bleibt eine Tatsache, dass er am Tatort war. Das stimmt. Nico hat ihn aus seiner Praxis kommen sehen. Entscheidend ist doch, dass er in Blaster-Reichweite war, als Sulio getötet wurde. Und dass er kein Alibi hat. Er kam aus seiner Praxis, aber eine Aufzeichnung des Mordes zeigt, dass der Schuss aus der gegenüberliegenden Richtung kam. Ihr habt eine Aufzeichnung? Vermutlich habt ihr sie falsch gedeutet. Nein. Ich habe es selbst gesehen, Major. Nico ist nicht der Einzige, der Dagen aus seiner Praxis kommen sah. Dagen Gent kann es nicht gewesen sein. Ja. Der echte Killer läuft immer noch frei herum. Also gut, Captain. Lassen Sie Gent frei. Aber falls Sie herausstellen sollte, dass er es doch war, mache ich Sie dafür verantwortlich. Ja, das kannst du gerne machen. Meine Männer werden Dagen Gent sofort freilassen. Das wird dem Major sicher nicht gefallen. Ihr seid ein gutes Team. Ihr habt den Major tatsächlich überzeugt. Respekt. Der Major schien sich richtig dagegen zu wehren, an Dagens Unschuld zu glauben. Die Untersuchung wird auf oberster Ebene durchgeführt. Ich hörte, dass es diesbezüglich Bedenken gibt. Ach so. Nachdem Dagen frei ist, werden sie einen anderen Verdächtigen suchen. Sie waren nicht ganz so fleißig wie andere Ermittler. Was meint ihr damit? Ich sage jetzt gar nichts mehr. Ich habe vermutlich schon zu viel gesagt. Geht zu Dagen Gents Praxis. Also. Meine Männer bringen ihn in Kürze dorthin. Danke, dass ihr die Sache aufgeklärt habt. Mir war klar, dass wir einen Fehler machen. Aber wir haben alle unsere Befehle. Ach so. Wir müssen hier wirklich besser patrouillieren. Das ist so richtig. Danke, dass ihr mich da rausgeholt habt. Ja. Es war zwar nicht schlecht da drin, aber ich bin doch lieber allein. Ich schulde euch und Mandalore was. Ganz genau. Mana sagte, dass ihr mir helfen könnt. Ich muss hier mal in den Palast kommen. Da kann euch fast niemand helfen. Es gab schon einige Mordanschläge auf Königin Talia. Ach so. Der Palast ist besser geschützt als die Schatzkammer eines Hutten. Oh. Aber ich kenne ein paar Leute. Zu wem wollt ihr denn? Er ist ein Jedi-Meister. Ein Jedi-Meister, sagt ihr? Interessant. Für einen Jedi gibt es ein hübsches Kopfgeld. Ja. Dass ich darauf scharf bin, aber wenn es hier einen Meister gibt,
weiß ich, wer das sein könnte. Ach so. Könnte jemand im Palast kontaktieren? Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich weiß, dass ihr das nicht... ...den ganzen Ärger, den ihr hattet, um mich rauszuholen. Sieh, dass die Schrottsammler meine ganzen... ...um den Müll ist... Aber ich hatte auch ein paar verschlüsselte Holodisks, die sie mir geklaut haben. Naja, jedenfalls brauche ich die Holodisks, weil da die Kontaktinformationen drauf sind. Auf die Leute, die ich kenne, geht man nicht einfach zu und redet mit ihnen. Man muss bestimmte Regeln beachten und die sind auf der Holodisk gespeichert. Ja, wer hat sie jetzt? Beckels Gang hat diese Straße mehr oder weniger in der Hand. Angeblich hat sie mich ausgeraubt. Sie hängt meistens in der Kantine rum. Sie ist hart wie Drechselleder und gemein als ein hungriger Wookie. Aber wenn euch Mandalore begleitet, kann eigentlich nichts passieren. Holt einfach die verschlüsselten Holodisks. Ja, dann werde ich es machen. Falls wirklich ein Jedi-Meister im Palast ist, könnt ihr danach mit ihm reden. Gut, ich bin jetzt aber erstmal weg, weil es Essen gibt. Und was? Der hat ein Lichtschwert gehabt. Ja gut, dann will ich mal, dann hören wir jetzt erstmal auf und bis, keine Ahnung, wann ich wieder aufnehme. Auf jeden Fall, bis dann. Ciao!